Hey Leute und herzlich willkommen zum letzten Video mit internem Mikrofon. Ja, ich habe das externe Mikrofon jetzt nach oben, muss noch ein bisschen gucken. Habe ich eine neue Batterie reingetan, muss ich gucken, ob das jetzt funktioniert. Also, ja, ich habe eigentlich letztes Mal nur die Batterien vergessen auszutauschen, ich muss jetzt gucken. Wie es jetzt ist wegen der Kälte, weil es die ganze Zeit hier unten lag und hier unten war die ganze Zeit kalt und deswegen muss ich gucken, weil mein Akku von der Hauptkamera und von der anderen Kamera, die gehen auch schneller leer, deswegen muss ich gucken, dass ich die wahrscheinlich auch mit nach oben nehme, die beiden Kameras. Die Zubehör und Zeug kann ich hier unten lassen, nur eben die Kameras, dass ich die mit nach oben nehme, dass die ein bisschen wärmer werden und so und dass ich da mal ein bisschen gucke wegen den Akkus und so, weil die gehen halt 5% irgendwie schneller leer gefühlt. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es geht nämlich heute um ein Spiel, was ich vorzeitig bekommen habe. Ja, also einen Monat früher habe ich es bekommen, als ich es eigentlich bekommen sollte. Und zwar geht es hier um Assassin's Creed Odyssey. Bevor ich das jetzt öffne, oder beziehungsweise bevor ich es euch vorstelle, geöffnet habe ich es schon, muss ich euch etwas sagen. Die Omega, also erstmal die Omega Edition gibt es nur bei GameStop, also habe ich zumindest nur bei GameStop gesehen. Und ja, Assassin's Creed Odyssey macht sehr viel Spaß, wirklich großen Spaß. Es lohnt sich sehr zu spielen, es ist ein sehr gutes Spiel und ich kann es jedem empfehlen. Ich habe schon einiges dran gespielt. Das heißt einiges, die erste Episode habe ich halt abgeschlossen. Komm, Ding ist so in die Mitte rein. Ich kriege das jetzt nicht ganz so hin irgendwie. Auf der Kamera sieht es irgendwie immer ein bisschen schräg aus, obwohl ich sie gerade hinlege. Verstehe es nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall, ja, es ist ein sehr gutes Spiel. Man kann es wirklich sehr gut spielen. Nur zwei Dinge. Erstens, keine versteckten Klingen. Zweitens, Assassin's Creed 1. Gehen wir mal auf beides ein. Erstmal die keine versteckten Klingen. Es gibt keine versteckten Klingen mehr, wie es sonst immer gab. Man muss mit anderen Sachen halt, ja, wie gesagt, kämpfen. Man kämpft halt als Söldnerin und so. Und ja, den Assassinenorden, der wird nicht erwähnt, weil es den nicht gibt. Und da kommen wir gleich darauf zu. Und deswegen, es gibt halt auch keine versteckten Klingen mehr, nichts, wo man halt sagen könnte, also ein Attentat gibt es dann halt immer noch. Das macht man dann halt mit dem Dolch, den man da hat, also mit dem, ja, man hat ein Schwert, man hat so ein Dolch, man kämpft mit beidem. Aber das Attentat macht man halt damit, dann mit diesem Dolch oder mit diesem Speer oder was es ist, also mit diesem kurzen Speer oder was es da ist. Aber ich finde es unnötig. Es ist eine Mischung aus Assassin's Creed 3 und Syndicate. Wie komme ich zu dieser Annahme oder zu dieser Information? Also Assassin's Creed 4, sorry, nicht 3, 4. Wie komme ich dazu? Wie komme ich auf diese Annahme? Und zwar ganz einfach. Seeschlachten wie in Assassin's Creed 4. Es lässt sich spielen wie in Assassin's Creed 4. Steuerung ist ein kleines bisschen anders. Da drückt man nicht mehr X zum Kämpfen, sondern die Schultertaste halt. Also diese auf der Xbox diese Schultertaste LB oder was ist es. Ich mache es immer automatisch. Ich weiß die Tastenbelegung hinten nicht auswendig. Ich habe sie schon so automatisch drin bei mir. Hat halt einfach diese große Schultertaste hinten. Nicht die oben, sondern die unten drunter, diese größere. Drückt man halt zum Kämpfen jetzt. Und, oder man kämpft halt mit den beiden und so, und oder mit den vier, mit den oben muss man auch kämpfen, aber nur für den Bogen ist es eigentlich zuständig oder so. Und auch das Abfeuern von den Bogenschützen, weil es keine Kanonen auf den Schiffen gibt, weil die wurden erst viel, viel, viel später erfunden. Da ist es eigentlich auch gleich geblieben, sogar das Kampfsystem, würde ich sagen, wie bei den Kanonen. Und deswegen ist Assassin's Creed 4, einfach wegen den Seeschlachten und einfach wegen dem Gefühl her. Und Syndicate, wegen dem Level-System. Du levelst deinen Charakter auf, du kannst deine Fähigkeiten auswählen, aber das ist auch nur gering. Also ich habe nicht wirklich so viel gesehen wie in Syndicate. Also das ist wirklich ein bisschen weniger. Einiges weniger.
Man muss auch viel mehr in der Story freischalten. Also man hat sich echt an Assassin's Creed 4 orientiert. So, und jetzt, warum Assassin's Creed 1? Warum habe ich mit Assassin's Creed 1 angefangen? Oder warum habe ich gesagt, das ist ein Grund? Odyssey ist kein Assassin's Creed. Es ist einfach nur Söldner's Creed Odyssey. Oder Söldnerei, The Odyssey of the Söldner Duo, whatever. Wähle einen Söldner aus und spiele mit dem eine Story vom Gefühl her wie Assassin's Creed 4. Ja. Mit den Assassinen hat es nichts zu tun. Es ist nur der Name Assassin's Creed obendrauf, wie bei Far Cry Primal, einfach um sich besser zu vermarkten. Alleine wäre es ein richtig geiles Spiel geworden, wenn man das irgendwie anders genannt hätte, anstatt Assassin's Creed. Wobei, man musste jetzt Assassin's Creed nennen, sonst hätte man gesagt, oh, das ist wohl geklaut von Assassin's Creed 4, und sowas. Und von Assassin's Creed Syndicate wurde auch was geklaut, Ubisoft hat keine eigenen Ideen und so. Deswegen musste man es Assassin's Creed nennen. Aber in die Reihe passt es null. Wie gesagt, geiles Spiel, geiles Feeling. Ich fühle mich wie in Assassin's Creed 4. Mit Syndicate-Elementen halt vom Leveln her und sowas. Aber sonst fühle ich mich wie in Assassin's Creed 4. Und das ist wirklich genial. Ich habe Assassin's Creed 4 geliebt. Ich habe es durchgespielt. Dann war mein Xbox-Account weg. Dann habe ich es wieder zur Hälfte durchgespielt. Und ich liebe es. Assassin's Creed 4. Und ich liebe auch Odyssey. Außerhalb des Animuses. Diese Waffe hier. Hat man. Und damit geht man halt rein. Dann findet man halt die zwei DNA-Stränge. Muss sich halt entscheiden. Und so weiter und so fort. Und ja, yeah. Das ist auch schon alles, was man außerhalb hört. Bis jetzt war ich kein weiteres Mal mehr außerhalb des Animuses. Unnötig. Und der wichtigste Grund von allen, der kommt jetzt, den nenne ich jetzt zum Schluss. In Assassin's Creed 1 hieß es, Altair und seine Assassinen sind die ersten, also waren die ersten Assassinen. Das war der erste Assassinenorden. Eben mit Altair, mit seinem Meister und so weiter und so fort. Und mit dem Ganzen, das war das allererste, was man halt je gefunden hat und was es je gibt von den Assassinen. Warum macht man Origins? Da gibt es anscheinend versteckte Klingen, soweit ich weiß. Warum macht man Origins vor 1, was keinen Sinn ergibt? Null Sinn. Wirklich. So viel sind null. Wo es doch heißt, vorher gab es keine Assassinen. Vielleicht gab es einen einzelnen Assassinen, der dann später dorthin oder das später weitergegeben hat und der hat dann den Assassinenorden gegründet. Das kann ich mir gut vorstellen, weil ich habe Origins nie gespielt. Das kann ich mir vorstellen, dass es so passiert sein könnte. Das wäre noch eine Möglichkeit, dass man das so reingebracht hat. Aber Odyssey. Keine Ahnung, warum man vor Origins nochmal ein Assassin's Creed machen musste. Ohne versteckte Klingen, zumindest bis jetzt. Und ohne das... Ja, das ist für mich Rise, Son of Rome. Oder beziehungsweise nicht Rise, Son of Rome, das ist falsch gesagt. Es ist für mich Titan Quest in Assassin's Creed 4 Format. Yeah! Wobei man weniger Skillmöglichkeiten hat als dort. Yeah, boom. Aber dafür andere und bessere Skillmöglichkeiten. Yeah, boom. Ihr merkt, ich sage viel Negatives über dieses Spiel. Obwohl das Spiel eigentlich, wie gesagt, gut ist. Man hat seine Aufgaben wie in Assassin's Creed. Man hat wie in Assassin's Creed 2 die Markierungen. In 3 gab es die auch, aber die sehen halt ähnlich aus wie in Assassin's Creed 2. Da hat man halt die Markierungen. Man hat das Feeling von Assassin's Creed 2, weil es halt... Ja, weil man halt in Assassin's Creed 2 auch in diesem italienischen kleinen Dorf ist und hier ist man halt auf dieser griechischen Insel mit dem griechischen Dorf und sowas. Und man hat halt dieses Feeling vom Anfang von Assassin's Creed 2 wieder da. Und ja, das bringt einem halt dieses Feeling wieder rüber und man hat auch das Feeling von Assassin's Creed 4, wenn man die Seeschlachten macht. Wenn man, ja, wenn man halt das Ganze macht, wenn man halt das hat, man hat dieses Assassin's Creed Feeling, aber von der Story her, passt es einfach kein Stück in die heutige Assassin's Creed Story rein.
Kein bisschen. Origins kann ich verstehen, dass man sagt, ja, der erste Assassine, der jemals existiert hat, der gibt es ein bisschen weiter. Und dann kam es zu Altair und so. Und das kann man noch mit einbauen. Versteht ihr, wie ich meine? Also das kann man noch mit einbauen. Aber Odyssey, ich habe jetzt den Assassin's Creed Charakter davon noch nicht verstanden. Also außer, dass es sich halt so anfühlt wie Assassin's Creed 2, 3 und Black Flag. Und Syndicate wegen dem Level-System, dass es halt eine Mischung aus den Ganzen ist. Und halt eben geile Grafik. Wie ein Syndicate. Dass man halt eben diesen ganzen Mix davon hat. Aber wenn man schon Syndicate-Elemente übernimmt, dann sollte man doch bitte auch das so übernehmen. Also ich finde es jetzt gut, wie es ist, aber man sollte bitte auch an manchen Stellen den anderen spielen dürfen, den Alexios. Nicht nur Kira. Man sollte auch Alexios mal spielen dürfen und sich mal fühlen wie Alexios. Und mal halt ein paar Sachen aus seiner Sicht sehen und dass man halt auch Bock bekommt, seine Story nochmal komplett zu sehen, dass man halt das irgendwie mit einbaut. Zumindest ist es bis jetzt nicht der Fall. Dass man zum Beispiel, wenn man, kleiner Spoiler für alle, die es noch nicht gespielt haben, Spoiler in 3, 2, 1, jetzt. So. Also, dass man halt, wenn Kira zu den Spartanern geht und halt ja mit ihrem Vater reden will, weil der der große spartanische General ist und sowas, und dann halt den Auftrag bekommt, den von Athen zu töten, den Obersten, den Kommandant, den Anführer halt von den Athenern abzumurksen, den General abzumurksen von den Athenern, so. Dass man dann halt erfährt, ja, die haben auch schon, oder die Athener haben auch schon einen, wie heißt das, einen Söldner engagiert und dass die nicht noch mehr Söldner abbekommen sollen, deswegen soll er lieber, soll man lieber denen helfen, den Spartanern und so. Und ich kann mir vorstellen, dass der andere Söldner, dass der Alexios ist, dass Alexios auch überlebt hat, dass er halt anstatt auf diese Insel, wo halt Kira gekommen ist, dass er halt nach Athen gekommen ist. Und dass halt, ja, wie gesagt, er jetzt Athen anführt und dass er halt auf eine Athen ausgerichtete Insel gekommen ist. Oder halt direkt nach Athen, wie auch immer. Und dass man halt gegen ihn, auf ihn auch noch trifft. So stelle ich mir das halt vor. Und dass man dann nicht sieht, wie zum Beispiel Alexios, also dass man dann nicht sagt, dass es kurz quasi Fehler im Animus gibt, wie es schon mal gab. Und dass man dann aus der Story rausgeworfen wird und in eine andere Story rein, dass man die Sicht sieht, wie sich er dann, wie sich Alexios halt den Athenern anschließt und sich ihnen dann quasi zustellt und halt sagt, ja, ich kämpfe jetzt für euch, dass man das dann zum Beispiel sieht. Dass man halt sowas dann zum Beispiel macht, dass man halt auch angeteasert wird auf Alexios Story und dass man, also dass man das halt aus anderen Gründen macht, dass man halt sagt, er will Rache, weil die Spartaner ihn irgendwie verraten haben und so, und dass man halt darauf irgendwie dann zurückgreift und dass er sich deswegen dann den Athenern anschließt und dass man halt auch die andere Seite der Story kennenlernen will, wie die Spartaner einen betrügen und oder wie er halt mit den Spartanern in Verbindung steht, dass er halt denkt so, ja, Spartaner sind scheiße und ich habe keinen Bock auf die, ich will die alle abmurksen und oder halt alle zerfleischen, das klingt mehr als ein Sweet-mäßig, dass man halt sowas dann macht und dass man halt Bock macht, das einen weg, dass man das Spiel zweimal durchspielen will und dann halt, aber dem ist nicht so. Jetzt habe ich 13 Minuten nur gelabert über Assassin's Creed. Jetzt kommen wir mal, oder nur über meine Meinung, jetzt kommen wir mal zu der Edition selber. Also, wie gesagt, es ist ein mega geiles Spiel nochmal. Aber es hat zu wenig umgesetzt worden. Wir haben hier erstmal das ganz normale Spiel, Assassin's Creed Odyssey. Mit dem digitalen Content, dem Chronos Pack. Spiel ist noch oben in meiner Xbox drin, also ich habe das bis gerade eben sogar noch gespielt. Dazu gibt es eine riesengroße Karte. Ich kann die Karte jetzt nicht aufmachen und euch ausbreiten. Eine riesen, mega fette Karte. Und ein geiles Artbook. Ein echt geniales Stück. Schon alleine die Seite hier ist episch gemacht. Und es ist wieder so episch, wie ein Assassin's Creed sein muss.
Hier sieht man Alexios und Kira zusammen. Also ich will jetzt nicht so viel euch spoilern. Aber hier ein paar Gegner auf der Seite hier. Also auf der Seite hier, keine Ahnung wer das ist. Soweit habe ich nicht gespielt. Ne, die habe ich echt noch nicht getroffen, aber die anderen sind halt die Gegner. Ja, gegen die habe ich schon gegen solche ähnlichen habe ich schon gekämpft. Nur gegen die in der Mitte halt und hinten dann halt. Ja, sowas halt. Also es ist wieder wie im Stil von Assassin's Creed bisschen gemacht. Zumindest ein bisschen haben sie es, oder zumindest haben sie es versucht, diesen Stil zu rüberzubringen von Assassin's Creed. Und sie haben es teilweise auch geschafft, nur keine versteckten Klingen. Das wichtigste Element aus Assassin's Creed fehlt. Ubisoft, hä? Was habt ihr euch gedacht? So, und jetzt kommen wir zum nächsten Stück, und zwar ist das die Kira-Statue. Ich muss noch gucken, wie ich sie euch ganz reinbringen kann. Hier. Nicht mal so hält es. Ich werde mal kurz ein bisschen raus. Zoom, also ich halte jetzt gerade mein Stativ fest. Ich werde euch gleich eine Nahaufnahme von dieser Statue geben. Beziehungsweise können wir das auch jetzt gleich machen. Ich werde mal kurz die... Na, wobei, ich werde euch gleich noch eine Nahaufnahme da reinschneiden. Ich werde mal versuchen, wie ich das machen kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der Nahaufnahme der Statue, der Statue wieder. Hier kann man sie nochmal kurz sehen, also nochmal ganz kurz gezeigt, so ein bisschen. Ich werde gleich, wie gesagt, noch eine Nahaufnahme von der Statue. Statue! Bleh. Leck mich am Arsch, Alter, sorry, dass ich das gesagt habe. Für die Kinder, die zuschauen, oder für die anderen Jüngeren, die zuschauen, so. Sorry. Aber jetzt wird noch eine Nahaufnahme der Statue gezeigt. Wow, ich habe es richtig gemacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder bei der Nahaufnahme. Bis gleich, Leute.